Gut Ding hat Weile. Weiß gar nicht, vor einem Jahr, glaube ich, haben wir das Projekt begonnen. Und jetzt ist er endlich fertig. Viele Sachen sind natürlich dazwischen gekommen. Ich meine, wir mussten uns ein bisschen um unser Hauptgeschäft kümmern. Das wird vielleicht jeder verstehen. Aber jetzt haben wir es mal geschafft, das ausgedruckte Teil zu lackieren. Und siehe da, schaut gut aus. Husqvarna Automova 420 Spoilerprojekt. Wie gesagt, vor einem Jahr, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Also, falls jemand Bock hat, sich das schöne Ding hier zu kaufen, schaut, das lässt sich auch wunderbar lackieren. Wir haben es natürlich im CSR-Ton lackiert. Geliefert wird das Ganze jetzt mittlerweile in Schwarz, wenn ihr es bestellen solltet. Ansonsten, Vorbereitung. Den Deckel vom Rasenmäher abmontieren. Das ist ja auch relativ easy. Da muss man einfach mal so anreißen, dann ist es raus. Allerdings ein bisschen aufpassen. Hier vorne ist die Ladebuchse, die dann natürlich noch abziehen, nicht dass die abgerissen wird. So, und dann im Endeffekt ausmitteln. Also der Spoiler wird folgendermaßen angesetzt und montiert. Immer kurz auf Passgenauigkeit prüfen. Genau, also das wäre dann hier so. Und dann macht ihr euch am besten hier so Klebestreifen drauf. Zeichnet es ein, misst einfach das Loch von außen nach innen oder von innen nach außen mit dem entsprechenden Bohrer. Machen wir jetzt hier das Löchlein. So, und dann haben wir hier, liefern wir hier die zwei Stifte mit. Mal vorsichtig drehen. In dem Bereich ist es doppelschalig. Deswegen haben wir da auch ein bisschen längere Stifte genommen. Das sind ja selbstsichernde Muttern. Da dürfte auch, wenn es nicht ganz so eich angezogen ist, sich hier nichts fehlen. Schaut auch schon cool aus. Yes. Los geht's. But now we not a minute late. Seen him down bad, now they tryna hate. Same ones try to hit me for the raise. Got a mill, now they coming with a blaze. Check the numbers, fam, I swear I'm getting paid. I'm a don just like the Perrier. It's one time when I'm looking at a face. On the low, like I'm pushing out a pace. Jetzt macht Rasenmähen wieder Spaß. Automova 420 mit CSR-Spoiler. Ihr wisst, war ein Gag-Projekt, aber ich find's trotzdem ziemlich cool. Und ja, würde euch freuen, wenn ihr Daumen hoch, wohlwollende Kommentare und natürlich unsere Spoiler euch anschaut, Spoiler-Videos für eure Fahrzeuge und wie gesagt, jetzt auch für einen der Rasenmäher.